zeigen euch heute ein paar Core-Übungen, die ihr zu Hause machen könnt und die ganz einfach sind, die ihr braucht für die Übungen. Kein Equipment, nichts. Also, wir starten mit Plank Hold, also einen Unterarmstütz. Und zwar, das wäre die Seite des Fuß. Jawohl. Erstmal, ganz wichtig, wir sind auf unsere Unterarme. Die Ellbogen kommen in die Schulterlinie. Und dabei ist es ganz wichtig, wie das schon Sven zeigt, Bauch- und Gesäßmuskeln sind schon angespannt und geht da die Hüfte nicht ganz runter, sondern ist gerade. Okay, das 10, 20, 30 Sekunden lang halten. Davon 2-3 Runden und dann merkt ihr schon die Bauchmuskeln. Okay, nächste Aufgabe. Die seitliche Unterarmstütze. Es ist schon ein bisschen schwieriger, weil wir die seitliche Core-Muskulatur nicht so oft benutzen. Also benutzen wir schon, sondern nicht so oft trainieren. Da haben wir auch mehrere Varianten. Wir starten erstmal so, dass das obere Fuß einen Schritt nach vorne geht, genau, dass die Füße voreinander stehen. Und jetzt heben wir die Hüfte hoch. Jawohl. Da könnt ihr oben eure Arme entweder nach oben ausstrecken oder auch die Hüfte ablegen. Genau. Und dabei ist es wichtig, dass die Hüfte nach vorne geht, dass ihr gerade mit eurem Körper steht und dann halten wir die Position natürlich weiter. Ein Level Up wäre, wenn, genau, wenn die Beine aufeinander sind. So würde ich auf 25, 30 Sekunden pro Seite 3-4 Runden empfehlen. Okay, jetzt machen wir Plank Hold, also Unterarmstütz. Aber mit Zusatzgewicht für die Profis, für die Level Up Leute. Und dafür gehen wir erstmal in der Ausgangsposition, in Unterarme. Und jetzt, wir haben da so 5er-Scheibe, 5-Kilo-Scheibe, legen wir erstmal, ganz wichtig, Bauch- und Gesäßmuskeln sind angespannt. Und ganz vorsichtig legen wir das Gewicht hier auf unteren Rücken. Dabei es ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Spannung immer noch in unserem Core haben. Okay, und da nochmal eine viel größere Druck in die Muskeln haben. Wenn wir natürlich beim Zusatzgewicht sind und Zusatzgewicht für Plank Hold gemacht haben, dann holen wir uns erstmal eine kleinere Scheibe für die seitliche Unterarmstütz. Und zwar gehen wir erstmal auf die Unterarme, Füße aufeinander, genau, und dann nehmen wir das Zusatzgewicht dazu. Erstmal Hüfte hoch und davon strecken wir den Arm aus. Jawohl. Da sollten wir natürlich besonders darauf achten, dass die Füße ganz hoch kommt, dass hier keine Banane vorn ab, okay, erstmal Gewicht runter. Jawohl. Und dann holen wir, wenn ihr zu Hause Kettlebell habt, dann könnt ihr natürlich damit auch arbeiten. Da ist aber sehr, sehr wichtig, dass ihr erstmal das Gewicht, so wie das Sven zeigt, erstmal auf eure Unterarm hebt und davon einen Press macht. Genau, das ist schon viel anspruchsvoller, viel schwieriger, aber ihr schafft das. Und wenn ihr damit fertig seid, kommt erstmal das Gewicht runter. Jawohl. Und dann Hüfte wieder auf den Boden. Und dann könnt ihr alles fehlerfrei und mit keinem Gefahr das Gewicht ablegen und die Aufgabe beenden. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Vorschläge dazu habt, schreibt gerne in die Kommentare unten. Und nicht vergessen, den Kanal. Viel Spaß beim Training.